Das Wetter spielt auch mit, sah anfangs der Woche nicht so aus, aber der Petrus meint es heute gut mit uns. 30 Jahre Brückenfest ist heute keine Selbstverständlichkeit mehr, dass es ein Fest über eine lange, so lange Zeit gibt. Umso mehr freut es mich, dass ich heute hier stehen darf, um mit Ihnen, Freunde und Gönner des Verlauterner Brückenfestes, dieses Ereignis feiern darf. Ich darf beginnen mit der Begrüßung unserer Gäste. Ich fange an mit dem Minister für Wirtschaft des Saarlandes, Heiko Maas. Minister AD Klaus Kessler. Dann unseren Chef dieser Stadt, unseren Oberbürgermeister der Stadt Saarlouis. Und diesjähriger Schirmherr dieses Festes, Herr Roland Henz. Ganz überraschend hat er mir eben gesagt, beziehungsweise habe es natürlich vorher gesehen, hat er die Bürgermeisterin der Stadt Eisenhüttenstadt mitgebracht. Ich begrüße Sie recht herzlich, Frau Dagmar Püschel. Dann darf ich begrüßen unseren Bürgermeister AD, Alfred Fuß. Vorsitzender der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Gabriel Mahren. Vorsitzender der SPD-Stadtfraktion, Peter Demmer. Herbert Fonten, Mitglied des Stadtrates. Dr. Benedikt Schmidt, Mitglied des Stadtrates, Jürgen Paschek, ich nenne sie alle und dann klatschen wir nachher einmal zusammen. Ausgerechnet bei mir. Jürgen, es war kein Absicht. Dann einmal für den Jürgen Paschek, Mitglied des Stadtrates, Clara Spohr, Mitglied des Stadtrates, Waldraut Zurecki, Mitglied des Stadtrates, Hakan Günditz, Vorsitzender SPD Saarlouis, Joachim Schulgen, Mitglied des Stadtrates, dann stellvertretend für den Kreistag, Anja Sauer, ich muss mich wieder in die Reihe einfinden, dann darf ich vorstellen, Klaus Hiri, Vorsitzender Stadtverband der Berg- und Hüttenvereine, Herrn Werner Hiri, Vorsitzender Stadtverband für Sport, Herrn Aquilotti, Geschäftsführer KSK, Saarlouis Verlauter. Jetzt dürfen wir für die Politik klatschen, ja? Was mir eine sehr große Freude bereitet, ist, dass heute drei wichtige Menschen den Weg hierher gefunden haben. Und zwar sind das die Leute, die dieses Fest ins Leben gerufen haben. Das ist der Horst Thierry, der das Brückenfest zum ersten Mal gemacht hat. Dann darf ich begrüßen den Wolfgang Krichel und den Werner Hiri, die dieses Brückenfest bis vor 5 Jahren, bis ich es angefangen habe. Oh, Entschuldigung, Wolfgang Krichel. Nochmal Entschuldigung, Wolfgang Hafner. Und dann der Werner Hiri, nach dem Werner Hiri habe ich dieses Amt übernommen. Ich denke, er kann mir das verzeihen, hat auch einen Termin falsch geschrieben, von daher bekommen wir das wieder hin. Stellvertretend für die IFBV, der Thomas Winkel. Sollte ich in der Politik noch einen vergessen habe, möge man mir das verzeihen. Ein Fest in diesem Umfang, wie wir das hier machen, oder wie die Rodener Tage, Steinroschfest, viele kennen das, wäre heute nicht mehr möglich, ohne Unterstützung, ohne Hilfe von Firmen, Privatleuten, Gönnern, die so ein Fest